Und da hat die Stadt dann wirklich Stellung genommen und der Hauptpunkt war, dass die Stadt mit Jugendhilfemaßnahmen gegen die Kriminalität im Paradies vorgehen möchte. Und jetzt kommt's, um diese Jugendhilfemaßnahmen durchzusetzen, werden Gespräche mit der JG Stadtmitte geführt. Mir wurde ebenfalls also von Leuten aus unserem Kreisverband berichtet, die da vor Ort waren, dass die Bürger, die dort in diesem Stadtrat drin saßen, ebenso reagiert haben, wie ihr gerade, als ihr das gehört habt, haben nämlich gelacht. So spaßig ist das natürlich dann doch nicht, also es ist absurd. Ich habe dann in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, ich hatte dann neulich eine kleine Anfrage gestellt, im kleinen Kreis habe ich dann dazu auch schon berichtet und da hat sich herausgestellt, dass die JG Stadtmitte bei Veranstaltungen wie die JG Stadtmitte entweder selber angemeldet hat oder zu denen sie aufgerufen hat, dorthin zu gehen. Da sind zwischen 2005 und November 2016 fast 180 Straftaten der politisch motivierten Kriminalität begangen worden. Und darunter fanden sich zum Beispiel gefährliche Körperverletzungen, besonders schwerer Landfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte. Und natürlich weiß man nicht, wer das gemacht hat und in welchem Zusammenhang die JG Stadtmitte konkret mit ihnen steht, aber wie gesagt, die JG Stadtmitte hat zu diesen Veranstaltungen aufgerufen und da irritiert es schon sehr, wenn die Stadt hingeht und sagt, das sind jetzt die Leute, die unsere Probleme mit der Jugendkriminalität lösen wollen. Ihr habt die JG Stadtmitte als Randale-Truppe bezeichnet. Die Stadt hat dann offiziell bekannt gegeben, dass sie nicht der Meinung ist, dass die JG Stadtmitte eine Randale-Truppe ist.